So, jetzt haben wir das Dorf erreicht, dem Typen seine Medaillen gegeben und dafür dieses Ding hier gekriegt. Na gut, es fehlen ihm immer noch 24. Ich frage mich, warum wir ihm das Zeug eigentlich geben. Klar, in der Spiellogik geben wir ihm das, damit er uns Geschenke gibt. Aber das kann Ariel schließlich nicht wissen. Andererseits ist es ein nettes Mädel, also es ist zumindest nicht außerhalb ihres Charakters oder so. Gut. Tja, Kumpel, du wirst bald... Ja. Er redet immer noch über Gewürze und Polygamie und allen möglichen Quatsch. Er hat wahrscheinlich schon Delirium von lauter Hunger, aber seine Lady hat er jetzt dank mir endlich Curry gekriegt. Ich nebenbei auch erledigt. Naja, wir spielen immer noch versteckt. Okay, kehren wir dann jetzt mal nach Hause zurück. Wir haben jede Menge Erze zu verbraten. Aber wir haben auch... ja, stimmt, der Laden ist ja oben. Toll. Tausendmal hier lang gekommen und schon fangen ihn wieder an, mich zu verlaufen. Das ist toll. Ja, ich weiß, ich spiele verstecken. Na, geschenkst du mir wieder was? Schade diesmal nicht. Zwei oder dreimal habe ich ja was gekriegt. Gut. Den können wir wahrscheinlich immer noch nicht kaufen, aber ich konnte mir auch einen herstellen. Fehlt uns Fluffgras. Müssen wir aufpassen. Dann fehlt uns natürlich noch Erz. Was Besseres als das Ding haben wir sowieso noch nicht. Und kaufen. Ein paar Bandagen kann ja nicht schaden, ne, für den Notfall. Das ist auch für den Notfall gedacht. Dann haben wir vier Stück, das reicht eigentlich. Wir stehen eigentlich ganz gut da. Na gut. Neue Ausrüstung, neues Glück. Wahrscheinlich für den nächsten Tag. Jetzt kehren wir erstmal heim. Rausruhen und speichern. Und oh nein, Zwischensequenzzeit nicht schon wieder. Danke, dass ihr euch um das Haus gekümmert habt. Kein Problem. Okay, du bist immer willkommen. Ach, ihr zwei habt einen wunderbaren Job gemacht. Ach, Meister, danke. Übrigens, wie sieht die Dämonenklinge aus? Oh ja, ich will sie auch ansehen. Ah ja, hier ist es. Wow, sieht beeindruckend aus. Tja, aber wir brauchen noch drei andere. Kannst du das rausnehmen? Tja, nee, sieht aus. Also gäbe es irgendeinen Trick. Da hast du recht. Die Scheide ist sehr speziell. Sie ist so hergestellt worden, dass sie die Macht des Schwertes drinnen hält. Was heißt das? Was zum Geier soll das bedeuten? Das Schwert ist so wunderbar stark, dass es gefährlich sein könnte, es auch nur anzugucken. Geschweige denn, es auszuholen. Wow, das Schwert ist so stark? Ja, genau. Das ist kein nicht nur mehr ein Laserschwert, das ist ein Röntgen-Laserschwert. Darum wurde diese spezielle Scheide gemacht, um die Macht einzuschließen. Und das hat einen speziellen Trick, den man nur benutzen muss, um die Macht freizusetzen, so dass man es nicht versehentlich macht. Ah, darum habe ich diese Energie des Schwertes nicht gespürt, als ich es zuerst gesehen habe. Orin, guck dir das an. Was? Oh. Der Weg, um die Macht freizusetzen, ist... Ja, genau. Das ist eine spezielle Versiegelungstechnologie, die nur durch unsere Familie weitervererbt wurde. Gut, dann müssen wir zumindest diese Familie nicht suchen gehen. So, der Ritter, der diese Scheide gemacht hat, war einer unserer Vorfahren. Genau. Oh, wow, cool. Orin, kannst du das Ding aufmachen? Ja, ich denke, ich kann. Tja, du kannst es nicht einfach so freisetzen, jedenfalls nicht, bevor ihr vor Gura steht. Denn Godzilla selbst muss mit dieser Macht konfrontiert werden. Klingt logisch. Na, übrigens, Ariel, was willst du jetzt machen, wo du die Dämonenklinge hast? Tja, was ich damit machen will... Kannst du schließlich nicht die ganze Zeit mit dir herumschleppen, oder? Hahaha, oh doch, das kann sie. Dann schießt sie auch dieses ganze andere Zeug, das sie mit sich herumschleppt. Nur die 20 Waffen und so. Tja, okay, ich werde versuchen, es zu verstecken. Wo? Oh. Mal sehen. Ah, hey, Moment, wenn ich es dir sagen würde, wäre es ja gar kein Geheimnis mehr. Haha, bin ich dämlich. Was? Du wirst das nicht mal uns verraten? Nun, tut mir leid, aber ihr könntet gefoltert werden. Tja, Ariel, ist besser, wenn du es nicht sagst. Können wir es nicht verraten? Meister, ich verstehe. Das ist nicht fair. Tja, ja, Geheimdienste sind auch nicht fair. Anyway,
Ich will dir dafür danken, was du heute getan hast. So, und habe eine gute Arbeit. Ja. Naja, positive Reinforcement, ja. Die ganze Zeit wird man bedanken sich die Leute hier. Die sind immer so schön höflich. Man bemerkt die japanischen Einflüsse. Wenn schnell die Übersetzer hätten das nicht auch gleich alles mitgeschleppt, das wird ein bisschen seltsam. Aber vielleicht ist auch nur mein persönlicher Eindruck. Ah, versteckt was, oder? Jetzt sag nicht, dass sie das Ding nur dieses Superschwert unter ihrem Bett versteckt. Was? Naja. Ich denke nicht, dass es hier jemand finden will. Du meinst unter dem Bett? Genau, da kommt nie einer drauf. Come on, du kannst doch bestimmt ein besseres Versteck finden. Warum? Hier ist niemand außer uns beiden, also... Ich meine, es ist ja nicht so, als könnte jemand sich hier reinschleichen, um nach dem Schwert zu suchen. Ja, du bist davon überzeugt? Von dieser dummen Idee? Natürlich! Oh. Naja gut, wenn du meinst, das ist der beste Platz, dann werde ich nicht mit dir streiten, aber mein Gesichtsausdruck sagt völlig, was ich davon halte. Warum sagst du das? Es klingt so, als würdest du dich nicht darum kümmern. Weil ich müde bin. Ich werde etwas Mana holen. Okay. Bitte, verrate es keinem anderen. Ja, natürlich. Jetzt würden die mir das glauben. Okay. Sie geht raus. Gut, und sie geht auch einen Spaziergang machen. Und ich habe wieder eine Liste von 20.000 Leuten, die ich auf den Nerv fallen kann. Und ich lege wieder einen Speicherstand an. Und wir später uns mal angucken können, was die alles zu sagen haben. Und gucken, ob das auch irgendwie plotrelevant sein könnte. Oh, Safe State angelegt. Aber für den normalen Let's Play gehen wir einfach nur unsere Partnerin auf den Geist. Hey yo, ich bin wieder da. Stalker Time. Ja, wie geht's dem Mana? Was zum... Wovon redest du? Du bist ein bisschen merkwürdig drauf. Du hast doch endlich die Dämonenklinge gekriegt, oder Ariel? Normalerweise bist du fröhlicher. Naja, das war bevor sie rausgefunden hat, dass sie 4 von den verdammten Dingern braucht. Naja, ich bin gerade nicht in so einer guten Stimmung. Wow, ey. Also wir hätten die Programmierer gewusst, wie die Spieler reagieren, nachdem sie die Nachricht kriegen. Denkst du über Ryoga? Hä? Ah ja, stimmt. Wir haben ja auch noch ein paar Bösewichte hier irgendwo. Auch wenn wir sie selten zu Gesicht bekommen. So, was? Willst du einfach aufgeben, bloß weil er unser Feind ist? Nein! Warum sollte ich auch aufgeben? Ich meine, ich besiege ihn schließlich ständig. Naja, nicht ihn persönlich, aber ihr versteht schon. Na, worum geht's? Naja, ich denke, wir könnten Ryoga überzeugen, dass er auf der falschen Seite ist, wenn wir nur längere Zeit mit ihm sprechen können. Tja, das ist, was ich zumindest glauben wollte. Aber ich konnte ihn nicht fragen. Ich hatte zu viel Angst, dass ich herausfinden könnte, dass ich mich geirrt hätte. Wirklich, ehrlich, ich wollte nicht mit Ryoga kämpfen. So, willst du jetzt einfach aufhören, diese Dämonenklingen zu sammeln? Was? Natürlich nicht. Wirklich? Das ist einfach. Gib einfach auf. Tja, na gut, wenn ich das mache, dann werden alle sterben und Godzilla kommt frei und Tokio wird wieder verwüstet. Du musst dir nicht um andere Sorgen machen. Aber das stimmt nicht. Du wirst einfach aufgeben. Nicht, weil du es nicht tun willst. Nicht tun kannst, sondern weil du nicht die Willenskraft hast. Wenn ein Meister aufgibt, dann ist der einfach kein Grund, dass mir jemand die Schuld für aufgeben geben könnte, dass ich auch aufgebe. Naja gut, aber ist es wirklich okay mit dir, das Guardian Beast eines Feiglings zu sein? Tja, zu spät, aber ich will einem Feigling nicht dienen, der sein Wort nicht halten kann. Tja, es ist okay, wenn man einen Meister hat, der sie immer schnell abhauen will, aber es ist nicht okay zu haben, einen zu haben, der Versprechen bricht. Hätte Ariel also versprochen, dass er gesagt, jep, sobald ich die Dämonenklinge habe, gebe ich sofort auf, dann wäre das für sie in Ordnung gewesen, oder was? Ach, deiner, das ist so unlogisch, ich werde es sofort wieder vergessen, was du gesagt hast. So, jetzt hör auf, dann werden wir diese gefährlichen Situationen nicht mehr machen. Ah, Engelzeit. Oh, ich bin so sorry. Ach, ist schon gut. Ich weiß, deiner ist manchmal ein bisschen seltsam. Sie wusste, dass du die anderen nicht einfach zurücklassen kannst. Sie wollte trotzdem, dass du dich schlecht fühlst. Aber dir wird's, mit euch wird alles okay sein, Master Ariel. Ich bin mit dir.
Wir werden alles gemeinsam durchstehen. Ja, du hast recht. Das ist genau, was Dinah sagte. Ja, Master Ariel. Es ist möglich. Genau. Ich kann Ryoga davon stoppen. Godzilla wird nicht wiederbelebt werden. Also muss ich es tun. Ach, Master Ariel. Vielleicht hatte sie doch einen Grund, all diese Sachen zu sagen. Sie wollte, dass du sie zurückweist und trotzdem weitermachst, egal was sie sagt. Oh, wir haben hier Vorsichtsspiel, geh nicht richtig super psychologisch hier los. Das überfordert die 5-jährigen Kiddies, die das normalerweise spielen würden. Lügen, alles. Dieser blöde Engel, der geht mir wirklich auf die Nerven. Naja, gut. Vielleicht waren es nicht alle Lügen. Und vielleicht überschätze ich die Kiddies auch. Ich meine, unterschätze, sorry. Okay, danke, Dinah. Ich bin wirklich froh, dass du mein Guardian Beast bist. Oh, hör auf. Das ist ja richtig peinlich. Ja, ich werde es tun. Ja, ja, wie du willst. Okay, gut, das war ein interessantes Gespräch. Okay, machen wir mal weiter. Gut, auf nach Brunos. Klingt wie so ein Eiskaffee. Wir müssen die anderen Dämonen klingen finden. Ja, ich hoffe, es wird einfacher sein, als das erste zu kriegen. Das hoffe ich auch. Oh, und das hoffe ich auch als Spieler. Okay, gut, dann bearbeiten wir mal unsere Waffen. Das können wir als erstes machen. Als erstes machen wir mal eine super Faust. Davon haben wir schließlich genügend. Gucken wir mal, was wir kriegen, wenn wir das machen. Hey, ja, was haben wir gekriegt? Balance Claws. Okay. Erstmal die Waffen reparieren, das vergesse ich sonst noch. Jetzt können wir noch Waffen auseinandernehmen. Jetzt haben wir schließlich diese Stahlklauen hier. Halt das Ding. Okay. Steel Saber. Okay, nehmen wir das erstmal auseinander. Bling. Und die Axt nehmen wir auch auseinander. Dann machen wir 2 neue Waffen raus und upgraden sie gleichzeitig. Okay. Das nehmen wir auch auseinander. Im Fall der Fälle. Kann ich meine Lieblingswaffen erstmal createn. Okay. Oh, da kriegen wir eine unbekannte Waffe sogar. Junge, Junge. Interessant. Gut, die hatten wir ja schon. Hey, das ist doch eine seltsame Waffe. King Crest gibt es anscheinend immer bizarre Dinge. Jetzt gucken wir mal, was wir hier kriegen. Ah, ein schwerer Speer. Naja, klingt nicht so toll. Gucken, experimentieren wir mal ein bisschen rum. Okay, Newsflash von unserer Schmiederei. Zum einen haben wir ein paar neue Waffen. Wir haben den schweren Speer. Er sieht nicht nur anders aus, er ist noch viel stärker. Und wir haben ihn... Ah, sorry, das war die Axt. Schwerer Speer hier. Und wir haben ihn 2-mal abgegradet. Er hat zwar immer noch keine Spezialattacke, aber er kann ziemlich zuhauen. Dann haben wir jetzt das schwere Schwert. Auch ziemlich heftig ist ohne Spezialattacken, aber 2-mal abgegradet mit dem ganzen Erz, das wir rumgeschleppt haben. Und die schwere Axt, die unsere Agilität jetzt noch weniger verringert. Und die eine neue Spezialattacke hat. Statt 2-mal anzugreifen, werfen wir Feinde jetzt hoch in die Luft, wenn wir diese Attacke benutzen. Und das Beste ist, wie wir sehen können, fangen wir allmählich an, uns zu bewegen.
Und selbst das Schwert hängt in Sachen Verteidigung nicht mehr allzu weit zurück. Diesmal hat es sogar ein bisschen mehr Angriffskraft als der schwere Speer. Im Prinzip sind wir jetzt also noch stärker aufgepowert als vorher. Dagegen können diese Sachen, die wir da im Laden kaufen können, die stinken da geradezu ab. Und das ist gut. In Sachen Magie sollte ich vielleicht noch mal ein bisschen Support ändern. Das brauchen wir nur bei Endbossen. Den können wir jetzt inzwischen viermal anwenden. Astralguard. Na gut, hilft zur Verteidigung. Aber Angriff ist ja hier immer die beste Verteidigung. Na, nehmen wir mal das hier. Und das für Notfälle? Für Notfälle wäre natürlich das besser jetzt, denn wo wir so viele Trefferpunkte haben. So, falls wir nicht gleich auf frostige Gegner treffen, die aus Wasser bestehen, können wir das erstmal so lassen. Wir können pro Kampf sowieso nur 6-mal drauf zugreifen. Genau, Level 21 und wir stehen kurz davor aufzustehen, aufgestuft zu werden, und wir haben schon fast 1000 Trefferpunkte und unser Rang ist hochgegangen. Von Pro sind wir jetzt zu Famous aufgegrünt. Wir sind also inzwischen schon so gute Waffenschmiede, dass wir berühmt sind. Was eigentlich beachtlich ist, wenn man bedenkt, dass wir unser Haus nicht verlassen haben die ganze Zeit über. Anscheinend guckt uns jemand heimlich zu und findet dadurch heraus, dass wir diese ganzen tollen Waffen geschmiedet haben. Wäre eigentlich nett, wenn wir die verkaufen könnten. Andererseits, wir brauchen ja eigentlich die Formen für andere Experimente. Aber inzwischen habe ich... Mal schauen. 1, 2, 3, hier 10 Waffen bereits, von denen ich nur mal 3 benutzen kann. Und natürlich benutze ich nur die besten. Und die anderen benutze ich, wie diese hier, ein fehlgeschlagenes Experiment. Jetzt haben wir zwar einen Punkt mehr, eine Axt mehr entwickelt, aber die große Axt ist schlechter als die, die wir davor schon hatten. Da hat sich das Upgraden gar nicht gelohnt. Und ich sehe jetzt auch, wozu diese komischen Schatztruhen da sind, die wir vorhin gesehen haben, in dem letzten Teil einer Feuerfestung. Denn wenn wir aus irgendeinem Grund 35 Waffen hier reingestopft haben, können wir natürlich keine neuen mehr machen. Stattdessen brauchen wir dann, müssen wir dann 5 unserer Waffen irgendwo anders hinstopfen. Ich muss sagen, das ist natürlich... Aber dann habe ich ein bisschen komisch, aber ich habe drüber nachgedacht. Und vielleicht zählt die Form einer Waffe auch als Platz, dann würde das Sinn machen, weil wenn wir nämlich 35 Formen haben, dann hilft es nichts, wenn wir die alten Waffen auseinandernehmen. Dann haben wir immer noch 35 Plätze voll gestopft. Und dann könnten wir aus den Schatztruhen keine neuen Formen mehr aufnehmen, falls wir dann noch welche finden. Kann natürlich auch sein, dass das komplett überflüssig ist bei jemandem wie mir, der ständig alte Waffen auseinander nimmt und neues Erz ausprobiert. Ja, lassen wir uns überraschen, wenn wir so weit kommen. Oh ja, und wieder mal Zwischensequenzzeit. Okay, Aurin will abhauen. Sie wundert sich, warum. Oh, hallo Ariel.